Moin moin und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Ghostwire Tokyo Part 6. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir hatten hier zuletzt im Part 5 einen Bossfight gehabt. Wir haben hier gegen einen unbekannten Dämonengeist gekämpft, der sich verwandelt hatte. Und am Ende hat er uns den KK weggenommen, aus uns rausgezogen, in einen Würfel gebannt. Und jetzt stehen wir hier komplett ohne Kräfte da. Also wir haben jetzt hier diese Kräfte nicht mehr zur Verfügung. Wir können kein Weben mehr machen. Wir haben nur noch hier unsere Talismane und unseren Bogen mit null Pfeilen und sind jetzt auf uns allein gestellt. Und da unten sind böse, fiese Geister, gegen die wir jetzt nichts mehr zum Kämpfen haben, da ich alle unsere Pfeile gerade im Bossfight verbraucht habe und wir hier auch, glaube ich, keine neuen Pfeile so schnell finden. Ich weiß nicht, ob wir dieses Riesenportal hier bannen können. Es sieht nicht danach aus, warum auch immer das hier unten drin steht. Okay, wir gehen leisen Schrittes vor und müssen uns jetzt hier, glaube ich, irgendwie rausschleichen. Geh zurück nach oben. Können wir nicht einfach diese riesige Leiter nehmen? Und das wäre doch schön. Also wir können immer noch von hinten die Stealth-Kills machen. Aber das war's dann auch. Aber hier kriegen wir Pfeile. Wunderbar. 5 Stück. Die können wir auch gebrauchen. Die sind dringend notwendig. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt hier antun. Können wir nicht diese Leiter nehmen, die da hochgeht? Doch. Das können wir nicht einsammeln. Dann können wir aber hier noch... Wir können auch diese Teile nicht beseitigen. Wir haben unsere Geistersicht auch verloren. Das heißt, wir können die Kerne nicht mehr sehen. Wir können also diese Dinger gar nicht wegmachen. Wir können hauen. Das geht noch. Aber kein Geisterhauen mehr. Oh ja. 3 farbenfrohe, süße japanische Teigklöße auf einem Spieß. Niemand weiß, warum die Farben rosa, weiß und grün gewählt wurden. Eine Theorie besagt allerdings, dass sie Sonne, Himmel und Erde repräsentieren. Üblicherweise sind dreifarbige Dango in derselben Reihenfolge angeordnet. Okay, schnell nach draußen. Die Pfeile bewahren wir uns für absolute Notfälle auf. Wir wissen ja nicht, wann wir jetzt unseren KK wiederbekommen, der uns dann wieder befähigt, das Weben zu nutzen. Ich bin immer absolut kein Fan davon, wenn jetzt man schon stark war und einem wieder alles weggenommen wird. Gibt ja genug Spiele, die das Prinzip haben. Gut, macht's aber natürlich auch ein bisschen interessanter, ne? Muss ja nicht so zu einfach sein. Das wollen wir ja auch nicht unbedingt. Bisschen challenging muss es ja auch sein. So, warum können wir jetzt dieses Food nicht mitnehmen? Du kannst nicht mehr tragen. Haben wir nicht geskillt, mehr Essen tragen zu können? Wir haben geskillt, dass wir mehr Essen tragen können. Von jedem Nahrungsmittel. Mhm. Dann haben wir da wohl in dem einen wohl 5. Gut, wir wollten auch skillen, dass unser Wasserweben... Oh, was können wir hier? Verringert die Aufladezeit für geladene Angriffe mit ätherischen Weben um 50%. Für alle, ne? Ja, ist natürlich ganz cool, aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt einmal das. Können wir ein bisschen mehr Flächenschaden machen. Auch wenn wir das jetzt gerade nicht benutzen können. Ich weiß nicht, können wir den Bogen verbessern? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Gab es zu dem Bogen irgendwie einen Skill? Ja, hier. Erhöht Tragekapazität, erhöht das Tempo vom Bogenspannen. Einfach nur die Kapazität, ne? Und hier mehr Talismane tragen. Du kannst 2 Gebetsketten gleichzeitig tragen, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Rüste deine Gebetsketten im Inventarmenü aus. Und 3 Gebetsketten. Okay. Ne, da sind wir hergekommen. Ne, sind wir nicht. Wir sind von da gekommen. Hier geht's einfach nur wieder runter. Wir kommen hier gar nicht raus, hier oben. Sondern wir müssen uns unten jetzt gleich wieder weiterschleichen. Wir haben nur so die Gegner unten ausgetrickst quasi, sind die umgangen. Gut,
Dann halt runter die Leiter. Zack, zack, zack. Und die endlose Leiter weiter runter. Wir sehen nicht, was unter uns ist. Vielleicht wandern wir jetzt genau in so einen Gegner rein und dann nimmt er uns von hinten hier in die Mangel. Nee, hier ist ruhig. Glück gehabt. Nee, hier sind wir doch gewesen. Wir waren hier doch. Ich sag ja, meine Orientierung war's. Das war's schon wieder, ey. Ich bin verloren in solchen Sachen. Und da sieht uns auch direkt schon jemand. Schnell nach oben. Die können hier bestimmt nicht hoch. Okay. Wo müssen wir hin? Hier könnten wir lang. Versuchen erstmal hier hinten weiter zu laufen. Ja, wir haben unsere Hilfen nicht, unsere keine Geistersicht. Vorsichtig, nicht, dass wir hier irgendwen aufwecken oder aufscheuchen. Oh, was Neues. Mitsuame. Ein aus Stärke gewonnener Sirup. Er wurde bereits im Nihonshoki erwähnt, einer Chronik aus dem Jahr 720. Auch gibt es Aufzeichnungen, die belegen, dass Mitsuame während der Heian-Periode in Kyoto verkauft wurde. Okay. Okay. Folgen wir mal dem Lüftungsschlauch. Ich denke einfach mal, dass es ein Lüftungsschlauch ist. Haben wir hier noch was? Da ist eine Tür. Gibt es hier noch irgendwas, das wir mitnehmen können? Nope. Okay. Können wir durch diese Tür durch? Ja. Vorsicht. Hier rum. Okay, Hanya. Ein ganz geiles Bild. Also der Stil von diesem Spiel gefällt mir unglaublich gut. Hanya ist weg. Hier draußen haben wir, glaube ich, auch direkt... Ja, der sieht uns auch. Müssen wir aufpassen. Wir dürfen jetzt hier unsere Munition nicht verschwenden. Wow, direkt daneben geschossen. Was? Schon wieder. Nein, ich sag's noch. Und dann schieße ich die ganze Zeit daneben. Ist doch unglaublich. Wow, drei Schüsse verschwendet. Machen wir lieber die Tür hinter uns zu. Damit uns auch keiner folgen kann. Boah. Ganz schön fiese hier. Ich möchte unsere Zauberkräfte wieder haben. Gebt mir meine Zauberkräfte zurück. Wir wollen die Zauberkräfte wieder haben. Oh Gott, ich höre es schon wieder, aber da haben wir Pfeile. Oha. Spiel ist gemein. Es ärgert uns. Oh nein, auch noch so eine mit dem Säbel. Aber der Bogen hat ordentlich Damage. Und wir kriegen Pfeile dazu. Das ist doch sehr gut. Die machen uns das dann zum Glück ein bisschen leichter. An den kommen wir doch auch so ran. Müssen wir gar keinen Pfeil benutzen. Den holen wir uns, den Slenderman. Ah, hier war's, ne. Okay, aber wir können hier weiter.
dass wir hier irgendwann endlich mal rauskommen aus diesem Irrgarten. Ich fühle mich hier richtig klaustrophobisch langsam. Unterirdisch. Die ganze Zeit. Ich brauche den Himmel über mir. Gut, Sonne haben wir hier eh nicht. Aber da sind wir draußen. Wo sind wir jetzt rausgekommen? Okay, da ist er durchgeklettert. Das kannst du jetzt nicht untersuchen. So, aber sehr gelenkig und dünn unser Kollege hier, ne? Wenn wir da durchpassen, na gut. Geh zu KKs Versteck. Also wir machen jetzt erstmal direkt die Hauptstory. Wir fangen jetzt nicht an, mit wenig Ausrüstung hier die Nebenstory zu machen. Wahrscheinlich können wir hier auch nicht mehr so einfach rüber. Ah doch, das kann er immer noch. Also er ist auch sehr sportlich. Er braucht gar nicht die Geister. Ich hoffe, wir laufen jetzt nicht in irgendwelche Gegnermengen rein. Versuchen wir hier ein bisschen abzukürzen. So, und dann möglichst schnell. Oha. Oha. Wir laufen einfach, wir laufen. Die Dinger hier haben Alarm geschlagen. Okay, verfolgen die uns noch? Wahrscheinlich, ne? Oh ja, sehen sie. Okay, dann müssen wir sie halt ausschalten. Okay. So, die haben wir. Oh. Kommt noch so eine Schülerin, aber die sind one-hit, ne? Haben wir aber auch nur noch 4 Pfeile, ne? Das jetzt so klug war. Aber in KKs Apartment finden wir, glaube ich, noch mehr Pfeile. Aber wie kommen wir da jetzt am besten hin, ist die Frage, ne? Müssen wir hier ein bisschen klettern? Ah, hier sind wir, glaube ich, richtig. Hier sind wir richtig. Das müsste so passen. Ab zu KK in die Wohnung rein. Wie wir auch aussehen, Alter. Lol. Oh, wer sitzt hier? Darda. Sashin no. Zeibun nakayoku shite ta mitai janai? Ano kuchi no warui otoko to. De.助けたいのね。でもできるかしら。そのおもちゃだけで。力が必要でしょ。彼の。でもどこに連れて行かれたかわからない。あなた、やっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。 Man kann einfach nicht ernst bleiben bei dem Outfit. Kore. Kare ni watashite kureru? Taisetsu na mono dakara. Ist es seine Frau gewesen? Von KK? Könnte gut seine Frau gewesen sein, ne? Könnte gut seine Frau gewesen sein. Mmh.
Haben wir hier einen neuen Eintrag? Nee. Machen wir die einmal kurz alle weg. Einmal hier Ordnung schaffen. Oh, das hatten wir noch nicht. Hausschrecken in Sojasauce und Zucker eingekocht und konserviert. Naja, ich weiß ja nicht. Ich habe schon mal Heuschrecken gegessen. Schmecken ein bisschen wie Hühnchen, sind knusprig. Mit der richtigen Soße gar nicht so schlecht. Ich weiß noch nicht, ob Insekten so gesund sind. Ne? Das Ding ist bei Insekten, dass man ja auch nicht wie üblich, wenn wir jetzt irgendwie Tiere essen, dann werden ja die Eingeweide rausgenommen, die Därme und so weiter. Bei den Insekten wird alles mitgegessen und wir wissen halt nicht genau, was für Bakterien und Mikroorganismen sich in den Darmtrakten und Gedärmen der Insekten befinden, weswegen es eigentlich fragwürdig ist, Insekten zu essen. Das gilt als nicht so gesund. Obwohl sie sehr proteinreich sind, aber es soll nicht so gesund sein. Ja, das ist hier die Kreuzung. Die hatten wir alle. Unterlagen. Haben wir hier noch irgendwas Neues dabei? Nö. Greifen und gleiten. Haben wir jetzt alle hier abgedeckt bei Datenbank? Nee. Hier, Unterlagen. Da haben wir noch irgendwas nicht angeguckt. Jetzt haben wir alles. Tutorial zählt noch ein. Dann haben wir es aufgeräumt. Sorry, aber ich muss das einmal machen, weil mich triggert das immer so ein bisschen, wenn ich das nicht mache. So. Jetzt haben wir wieder Ordnung. So, hier ist auch irgendwie... Was haben wir hier? Bild nicht verfügbar. Notiz von Rinko. Ich habe etwas vorbereitet, das sogar du nutzen kann solltest. Mehr kann ich gerade echt nicht für dich tun. Du wirst einfach alleine klarkommen müssen. Tja. Dann versuchen wir es einfach alleine klarzukommen. Dickicht-Talismane. Dickicht-Talismane beschwören ein Gebüsch, durch das Besucher dich nicht hindurchsehen können. Ein solches Gebüsch bietet Deckung, um sich unbemerkt an Gegner vorbeizuschleichen. Oh wow, jetzt haben wir hier so einen Stealth-Part. Ich bin kein Fan von Stealth. Überhaupt nicht. Das kennen wir hier schon. Vor allem, wieso hinterlässt sie so eine schwarze Spur, ist die Frage, ne? Hier war sie doch. Komisch. Schauen wir mal, ne? Und das ist jetzt, ach so, das ist die Verbindung von KK. So sehen wir, wo KK hin ist. Ich glaube, jetzt bekommen wir auch Fallschaden. Haben wir jetzt hier Dickicht-Talisman? KK の力がまだあるんだ。KK ist hier runter und hier lang. Die können wir jetzt auch nicht mehr nutzen. Aber ich frage mich dann jetzt, wieso KK so ist, wie er ist. Oder wer seine Freunde sind. Echt übel. Aber die können wir zum Glück von hinten ausschalten. Mit Siegeln. Ich frag mich, wo er die ganzen Papiersiegel her hat. Hat er eigentlich so eine Tonne Papiersiegel dabei? Komm, wir machen einfach, wir laufen einfach durch. Wir laufen einfach durch. Hundi! Hundi! Nein, der Hund hat sich aufgelöst. War ein Geist, wieso? Geisterhund. Oder was war das? Oha. Was passiert? Oh, die kennen wir noch nicht, die gelbe. Aber die haben wir einmal kurz gesehen. Die beschwört so Leute. Feiern die eigentlich die ganze Zeit und tanzen? So yeah, ich bin ein Geist. Woo. Party. Oder was denken die sich? Gut, der eine hat nicht mal einen Kopf, der wird sich wahrscheinlich gar nichts denken. Okay, jetzt müssen wir hier durch, irgendwie.
Ja, wir können hier die Geister mitnehmen, ne? Was können wir hier kaufen? Wacker Cola, grüner Tee, Energy Drink, Chips. Gibt's auch gratis die Wacker Cola. Müssen nur klauen hier von irgendwelchen Leuten, die eh nicht mehr da sind. Okay, die hat uns jetzt gesehen. Tut mir leid. Oh ja, er hat uns auch gesehen. Oh, er ist aber hier ein Kung-Fu-Student. Und er weicht auch aus. So, das waren dann unsere Pfeile. Können wir hier unser Gebüsch entzaubern irgendwo? Dass sie uns nicht sieht. Hat nicht gereicht. Wir sind entdeckt worden. Sie hat hier ganz viele Geister beschworen. Wir laufen einfach mal weg. Ich dachte, das funktioniert so mit dem Gebüsch. Anscheinend nicht. Oh, hier ist überall Nebel. Ist halt die Frage, wie weit die uns verfolgen. Oder ob die dann irgendwann wieder ablassen von uns. Wir haben halt echt nicht mehr viel. Wir haben keine Pfeile. Können wir hier rüber? Nein. Aber hier können wir hoch. Hier kommen wir hoch. Wir können hier so ein Gebüsch bestellen. So. Okay, ist glaube ich übelst die Verschwendung, was ich hier gerade mache. Egal. Können wir hier irgendwas machen? Wir schreien hier. Können wir auch nicht. Aber wir sind hier durch. Irgendwie. Aber es bringt uns nichts. Wir können hier nichts machen. Wir haben keine Pfeile und keine Möglichkeiten hier irgendwie was gegen die Gegner zu machen. Lass uns mal überlegen, können wir sie wegboxen? Nein. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie rein, einfach. Dringendere Sorgen. Okay, wir müssen uns da irgendwie reinschleichen beim nächsten Mal. Das können wir mitnehmen. Unterwelt, Oden. Hier ist noch einer, der hat uns jetzt auch gesehen, ne? Ne, hat er nicht. Doch. Haben uns alle hier gesehen. Lasst mich in Ruhe. So, wir können die doch bestimmt nicht hoch. Okay, ich habe nichts gesagt. Die können da hoch. Die können hier vielleicht rüber. Oh Gottes Willen. Lasst uns in Frieden. Wir wollen nur einbrechen in den Schrein. So, hier ist ein Gebüsch. Ihr seht uns nicht, wenn wir hier hinterm Gebüsch sind und uns hinhocken. Müssen wir da auch rein. Okay, ich glaube, jetzt sind wir ihnen entkommen. Müssen wir ganz vorsichtig uns runterschleichen. Das Gebüsch hat sich aufgelöst. Ich
Kriegen wir ein neues Gebüsch? Nein. Die Frage, können wir hier ein Gebüsch hinsetzen? Der kann hier nicht reingucken. Geh wieder. Okay, nicht gut. Es ist gar nicht so einfach jetzt hier ohne Bogen und alles durchzukommen. Hätten wir vielleicht echt mal schnelleres Schleichen skillen sollen. Kommen wir hier irgendwie rein? Ne, also keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Wir haben keine Chance. Also überhaupt keine Chance, das zu machen. Ich habe hier Wichtigeres zu tun, sagt er. Bahn dir deinen Weg ins Herzen des Schreins. Also wir gucken jetzt, dass wir hier irgendwie wieder wegkommen und uns hier irgendwie Pfeile kaufen. Anders hat das keinen Sinn. Ich sag ja, Schleichen ist einfach... Ich weiß auch nicht, man wird hier so in sowas reingezwungen. Also ich persönlich bin absolut kein Fan von solchen Schleichspielen. Also ich würde persönlich auch niemals freiwillig ein Schleichspiel spielen. Ich mag das einfach nicht. Vor allen Dingen, wenn das so schlecht gemacht ist wie hier. Also es ist wirklich schlecht gemacht. So. So, nehmen wir hier nochmal so ein Dickicht-Talisman mit. Dickicht-Talismane. 3 Stück, muss reichen. So. Jetzt schaffen wir es. In der Ruhe steckt die Kraft. Wir kriegen das hin. Wir holen uns unsere Kräfte wieder. Wir gehen hier wieder hinten rum. Mal aufpassen. Mal schön das ganze Essen mitnehmen. Da kommen wir nicht rüber. Oh Mann, direkt gesehen worden hier. Man hält ja auch 2 Schüsse aus. Die müssen weg. Okay, den können wir beseitigen. Der sich davor gedrängt. Also sehr dunkel hier. So, jetzt schaffen wir es aber. Jetzt haben wir die hier ausgeschaltet. Yokatta. Ja, sehr gut. Jetzt kommen wir da rein. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir KK wieder kriegen, wenn wir da jetzt reingehen. Oder vielleicht doch. Vielleicht kriegen wir ihn doch wieder. Schauen wir mal. Vielleicht ist es auch nur eine Falle und KK ist gar nicht da drin. Doch, er war einfach da. Wieso sollten die ihn einfach zu dem Schrein bringen und da zurücklassen, statt ihn mitzunehmen? Die wollen doch nicht, dass wir ihn wiederbekommen. Taske? Nani-sama no tsumuri da? 俺の力が必要だから来た。そういうことだろ。いや、だから。それは
アジトで女の人から押し付けられた。は？あいつ生きてるのか？いや。死んでまで世話焼きとはな。Ach, sie war ein Geist. Das habe ich vorhin gar nicht mitgekriegt. Anta. Taskeru tame ni. Omae ni wa kankei nai. Ore to omae wa susumu hōkō ga onaji. Sore dake da. Kore wa shimatte oku. De. Kuru n daro issho ni. Hito ni mono o tanomu taito ja nei na. Tanonde wa inai.取引だ。お互い。おはおは。拒否はできない。アキト、ハータチューブ。後悔すんなよ。Und natürlich müssen wir jetzt direkt, wo wir unsere Kräfte wieder haben, natürlich auch ein bisschen Party machen, ne? Richtig so. Dann wollen wir mal, ne? Probieren wir direkt mal hier. Wow! Das ist neu. Mega nice. Auch so ein bisschen Zeitlupe. Ach, das ist unsere Anzeige, die hier unten abläuft, ne? Also jetzt sehen wir hier Einklang, er wird auch nochmal erklärt, okay. In Einklang bringen, abbrechen. Wenn Akitos Resonanz mit KK das Maximum erreicht, drücke gleichzeitig L und R3, um sie in Einklang zu bringen. Dadurch wird die SK für ätherisches Leben komplett wiederhergestellt, außerdem wird eine gewaltige Schockwelle ausgelöst, die kleinere Gegner wegschleudert und größere betäubt. Zudem wird es im Einklang einfacher, die Kerne von Besuchern freizulegen. Mhm. Mega. Coole Sache. Nein, sie machen hier das Ritual mit unserer Schwester. Hanya ist schon dabei. Nicht gut, gar nicht gut. Aber warum unsere Schwester? Ausgerechnet unsere. Also, irgendwas muss ja mit ihr sein.マリガは取っておけよ。これお父さんとお母さんの。うん、結婚記念日にあげたやつ。ありがとう。大事にするね。私の役に立て。お兄ちゃん。Sie kämpft, sie wehrt sich.なんだ。
Okay, wow. Was ist passiert? Mission beendet in Körper und Geist. Der Faden der Spinnenmodus wurde freigeschaltet. Okay, wenn du neue Kleidung erhältst, der Outfits, ja. Was ist denn neu? Ich habe etwas vorbereitet, sogar, ja, okay, das hatten wir ja schon. Yakuza Cracker hatten wir schon, ne? Eine Sorte frittierter Senbei, japanische Reiscracker. Es gibt etliche Theorien, warum Yakuza im Namen steckt. Eine beliebte Version besagt, dass ein Dorf vor langer Zeit Schwierigkeiten mit einer Gruppe von Banditen hatte. Eine Yakuza-Bande, die das Dorf als ihr Territorium betrachtet, vertrieb die Störenfriede und die Dorfbewohner sollen daraufhin diese Senbei als Geste der Dankbarkeit erfunden haben. Okay. Aber wir haben unsere Kräfte wieder. Ich finde, das ist wieder ein ganz guter Moment, einen Cut zu machen hier. War auch aufregend genug bis hierhin. Und wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Und ich bin schon gespannt, was noch auf uns zukommt. Was diese Sichtsäule auf sich hat. Und das werden wir herausfinden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Einen wunderschönen Tag allgemein. Und bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen.